Hallo und herzlich willkommen bei dem kleinen Zahntechniker. Hier geht es weiter mit der Aufstellung der Unterkieferfront von einem 28er. Bevor wir unsere Basisplatten festwachsen, isolieren wir unsere Modelle entweder mit Wachsisolierung oder mit Vaseline. Nun können wir die Basisplatte einmal rundum mit Wachs anschwemmen. Da die Modelle hier etwas zu hoch einartikuliert wurden, werden wir das Gummiband in diesem Fall in der richtigen Höhe mit Klebewachs befestigen, sodass dieses auf der Höhe des Unterkieferwachswalls liegt. Jetzt können wir mit dem Reinstellen von 4-1 beginnen. Wir setzen ihn einfach mal rein und sehen in diesem Falle, dass es passt. So können wir ihn anwachsen. Vier-Eins steht mit der Inzisalkante genau auf dem Gummiband. Achte darauf, dass das vordere und hintere Band eine Linie ergeben, wenn man von vorne darauf schaut. Von der Achse her steht er gerade. So soll auch 3-1 stehen. Wenn wir von okklusal darauf schauen, sollten die Schneidekanten auf der statischen Aufstelllinie stehen. Vier zwei steht mit der Inzisalkante ebenfalls gleich von der Achse, ebenfalls gerade. Von okklusal knickt er distal leicht nach oral. Drei-zwei wird gespiegelt zu 4-2 aufgestellt. Die Dreier stehen mit der Spitze ca. 1 mm über dem Gummiband und sind leicht mit der Schneidekante nach mesial gekippt. Im Vergleich zu den Frontzähnen kann man den Bauch, den Hals etwas herausholen. Von okklusal zeigen die distalen Approximalkontakte in Richtung statische Aufstelllinie.
Nun sollte die Front in einem gleichmäßigen Bogen dastehen. Ihr könnt euch mit Hilfe eines Zirkels einen kleinen Kreis aus Pappe zur Überprüfung herstellen. Zusammengefasst stehen 4-2 bis 3-2 mit den Inzisalkanten auf dem Gummiband. Die Dreier bis zu 1 mm darüber und leicht mit der Inzisalkante nach Mesial gekippt. Von Okklusal stehen die Einser mit der Inzisalkante auf der frontalen Kieferkammmitte. Die Zweier sind distal leicht nach innen gedreht. Die Dreier mit dem distalen Teil auf der statischen Aufstelllinie. Ein gleichmäßiger harmonischer Bogen. Das war die Aufstellung der Unterkieferfront. Die Seitenzähne findet ihr dann im nächsten Video. Viel Spaß!